Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es mal eine andere Art von Video. Heute sind wir auf den Mountainbikes unterwegs, auf den geilen Schächtern. Und heute spielen wir 20 Zoll. Musst du immer reinreden? Ja. Auf jeden Fall spielen wir, wie ihr schon gelesen habt, heute Game of Bike. Was ist das? Was ist Game of Bike? Es ist so eine Art Challenge und da wird man herausgefordert. Ich spiele jetzt gegen Oscar und jeder versucht immer eine Challenge aufzustellen, die der andere schaffen muss. Und wenn er es nicht schafft, kriegt er halt einen Buchstaben. Und man spielt halt so lange, bis man das Wort Bike hat. Also wenn ich jetzt die erste Challenge verliere, dann kriege ich ein B. Und das geht halt immer so hin und her. Jeder darf immer die Challenge machen. Und immer wenn wer schafft, passiert gar nichts, dann geht es zur nächsten Challenge. Und wenn ich jetzt eine Challenge mache und sie nicht schaffe, also als erstes die Challenge sage, ich fahre jetzt da und da lang und nicht schafft, dann darf der andere sofort eine andere Challenge aussuchen und muss diese gar nicht machen. Und so gestaltet sich das Spiel. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß und haut rein. Es gibt einen Seckenversuch über das ganze Game. Nein. Doch. Ja, egal, wir werden schon sehen, was wir machen. Innerhalb vom ganzen Spiel darfst du einmal eine zweite Chance haben. Ja, kann sein. Hau rein. So geht das Spiel. Ja, dann geht's halt so. Schnick, schnack, schnuck, schnick, schnack, schnuck. Kennt jeder? Schere, Stein, Papier, wer anfängt. Los geht's. Schere, Stein, Papier. Okay, nochmal zeigen. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ich hab verloren. Ja, drei. Du darfst die erste Challenge aussuchen. Okay. Der erste Challenge wird sein, hier hochzufahren. Ist halt ziemlich glatt und neu gemacht. Steil. Ja, steil sowieso und kurzer Anfahrtsweg. Von da hinten darf man anfahren, also wo die Steine beginnen. Und würde sagen, los geht's, du fängst an. Du fängst an. Immer der Challenge, immer fängt an. Achso, wenn du verkackst, dann darf ich eine Challenge lassen. So, also für alle Leute, während er gerade nochmal runterfährt, wenn er jetzt die Challenge gleich selber nicht schafft, das heißt Fuß runternehmen oder so, dann darf ich mir eine andere Challenge aussuchen. Oh, fast geschafft. Fuck. Es gibt natürlich keinen Buchstaben, aber ich darf die nächste Challenge aussuchen. Ich habe keine Bremse. Zweitens. Brauchst du nicht. Weil ich ein Ehrenmann bin, mache ich die gleiche Challenge auch. Natürlich, im späteren Verlauf brauche ich die bestimmt. Also, ich fahre jetzt auch runter. Nee. Ich schaffe nicht. Er schafft es natürlich easy. So, ich habe es geschafft. Er ist dran. Wenn er es nicht schafft, gibt's ein B. Natürlich schafft er es und beide Challenges, oder beide haben die Challenge geschafft. Das heißt, es geht zur nächsten Challenge. Next Challenge. Also meine Challenge ist, dann machen wir so, in die Richtung. Dann müssen wir hier ungefähr, das Rad passt mir nicht ganz drauf, aber ungefähr hier drauf umdrehen, fahren dann da so unten rein. Und einfach so links hinten raus hoch. So, Oscars Versuch. Wow, wow! Dieser Location-Wechsel. 3, 2, 1. So Leute, Location-Wechsel, neue Baustelle. Genau, hier lässt sich auf jeden Fall einiges machen. Viele Jumps, denke ich mal, wird es geben und ja. Ungefähr 100 Meter lang. Los geht die Challenge. Oder sie geht weiter. Okay, nächste Challenge. Habe ich mir gerade überlegt. Ist zwar schwierig zu messen, wer da besser ist, aber wir machen hier. Von hier drüben, also kannst du hier auf dem Weg anlaufen, dann hier durch, dann hier zwischen den zwei kleinen Grasnarben hier durch rausspringen, wer halt höher kommt. Das ist die Challenge. So, Versuch von Oscar, hier gibt's keinen richtig oder falsch, sondern einfach nur Höhe. Dran,
Henry ist dran. Schwierige Entscheidung. Wir machen jetzt schnell Videoauswertung und dann gibt es den ersten B-Fahrer. Oh, Videoauswertung. So, Guys, die Videoauswertung hat begonnen. Da kommt er. Schalt mal in der Brille hin. Hier. Oh, sogar niedriger. Also Leute, es gibt ein B für mich. Dafür darfst du dir die nächste Challenge aussuchen. Genau, dafür mache ich die nächste Challenge. Danke an Videoschiedsrichter, wie beim Fußball. Leute, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht fies bin, aber ich habe den Drang dazu gewinnen. Zu gewinnen. Deswegen mache ich das, was Oskar am wenigsten kann, Wheelies fahren. Ich fahre jetzt von dem Spot hier, also von oben, Wheelie, bis da unten in diese... Was, von hier? Ich dachte da vorne rein. Nein, von hier. Ach so. Bis da runter. Das will ich sehen. Du hast auch noch einen Versuch, ne? Ja, ich habe einen Versuch. Wenn ich den nicht schaffe, hat Oskar Glück gehabt. Und down. Den Baum weg, Start. Dann treten wir bis hier hin. Hier fahren wir innerhalb des Stocks hier runter. Und dann da hinten, weiß nicht, ob man das sieht, ganz hinten. Alter, da auch nicht. Da hinten wieder hoch auf dem Weg. Wuff. So, er gibt Gas. Oh, er schafft's. Nice try. Ja, es ist mein Versuch, ich schaff's nicht. Komm mal. Jo! Da kommt er. Let's go. Ja, oh, auch locker geschafft. Wir rollen von da oben runter, ohne Anschwung. Einfach hier hoch. Der Vorderrad drüber heben oder durchrollen? Vorderrad drüber heben. Gut. Ja? Nein, runter. Wow. Auch easy. Jetzt geht's erstmal nach vorne. So. Die Frage ist jetzt, ob das da unten trocken ist oder nicht, weil wenn das nass ist, ist halt Lehm, ne? Lehm klebt halt übel. Da, ich habe hier eine Idee. Oskar hat den nächsten Spot gefunden. Erkläre. Jo, es geht halt hier schräg runter und dann drüben in den Wallrider rein, wo es halt dunkel ist oben drüber und halt alles ohne zu treten. Genau, und dann wieder runter. Ohne Anstrengung, mein Turn. Oh, jetzt ist Henry dran, hier ist schon ein Waterloch. He goes. Easy rollt er da lang. Meine Challenge ist, wir fahren ungefähr, sagen wir hier bei dem Stein. Hier links von dem. Ups, von dem queren, so da wo die andere Spur ist. Einfach so runterrollen. Jo. Nur im Sitzen und mit einer Hand. Easy geschafft, okay. Oh, ein B. B zu B steht's. Gleicher Spot hier anfangen. Aber ohne zu treten natürlich. Drüben hochrollen und dann rollen. Und dann drüben, also da siehst du diesen kleinen Busch da, ja, wo zwischendrin ist. Wieder runter und dann wieder hier hoch. Aber da darfst du treten dann, wenn du unten in der Kuhle bist. Oh, geschafft. So, next try vom Henry Uhlig. Uhu! Eine Legende! Oh, jetzt geht's ab. Der Typ ist geil. Okay, Henry, let's go. Was gibt's? Kartoffeln. Okay, Henry ist dran. Der gute alte Steven Schächter.
Das ist. Oh! Mein Try ist, man steht so da, je nachdem wie seine Richtung ist, so ganz nah an der Kante, okay, es ist rutschig, das war nicht geplant. Und dann. Ja, ist halt ziemlich. Ich dachte, das ist fest, deswegen ist das Problem. Egal, wir müssen halt da reinmachen. Wir nehmen die Challenge an, nein. Dann droppst du hier so rein, also aus dem Stand reindrehen. So. So. Das war keine 90 Grad, aber egal. Schade, Leute, schade. Aber Oskar probiert es auch. Ihr seht es, aber ohne Wertung. Boah, shit. Das ist schlecht, Alter. Okay, also von hier losfahren, Leute. Von dieser Linie da hochfahren. So, viel Spaß. Leute, weil ich ein Ehrenmann bin, mache ich den Versuch auch. Nein. Aber besser als ich. Gut, ist auch nicht schwer, aber trotzdem. Schaffst du nicht. Drauf fahren, Vorderrad an, hier Hinterrad an. Ja, weißt du, wie schnell du da sein musst. Viel Spaß. Nein! Nicht geschafft. Oh, das ist heftig. Rollst du an, also fährst du, sagen wir, bis zu Tasche. Bis zur Tasche, nee, ich lege ein bisschen weiter vor. Und ab da rollst du hier einmal so außen rum, um den ganzen Kreis rum. Und dann fast am Ende, bevor es, also bevor es sich hier schneidet, rollst du wieder hoch. Ja gut, ich. Okay, meine Challenge ist einfach das gleiche wie Henry, bloß hochschaffen. Du musst denn nicht bremsen, das ist das Problem. Er schafft es leider selber nicht. Ich glaube, wir haben jetzt schon locker 20 Minuten Filmmaterial. Sagen wir, wir haben die Challenge geändert. Wir haben die Challenge geändert, Leute. Wer es am weitesten schafft, er hat es am weitesten geschafft. K für mich. Big. Fehlt noch das E. Naja, ist immer noch bei B. Aber jetzt geht's los mit den Wheelies. Mit dem Schiffen gehen. Challenge. Rückwärts fahren. Ich würde sagen, wir machen es da vorne, wo es relativ flach ist. Ja, schon gewonnen. Vorwärts gefahren. Jo, da hat er easy die Challenge gewonnen. Von der Tasche aus Wheelie fahren bis dahinter. Und reintroppen. Ja, und dann genau rein. Bunny rein. Komm, zieh! Sind wir jetzt schon beim K? Ja, also, next challenge. Ich fahr so rum rein. Wir fahren, also Anfahrt kann jeder aussuchen, welche Richtung. Und dann hier, an der Kante, heben wir das Hinterrad an. Und dann, sobald das Hinterrad in der Luft ist, das Vorderrad. Sodass wir mit dem Hinterrad dann in die Schräge schon reinkommen. Der war nice. Oh! So, Leute, vorneweg. Entschuldigung für diese Kameraführung, aber ich werde jetzt nebenbei herfahren. Wir machen jetzt einen richtig geilen Wallride, aber ihr werdet es gleich sehen und dann noch einen Jump raus. Und das schließt dann uns. Jetzt Vollgas.
Schon mal aus. Ja, wir cruisen einfach easy da oben lang. Und so Leute, diese Challenge ist, wer als erstes diese Kamera umhaut, hat verloren. Wir haben es noch nicht ausprobiert, aber wir denken, es ist machbar. Und ja, los geht's. Now it's Henry turn. Let's look if he do this. Wow! Und geschafft und schon wieder ausgeklickt. Und wieder easy drüber. Nice try. Da liegt die Kamera. Shit, ich hab's nicht gespürt. Eh für mich, Leute. Au! Da liegt die Kamera. Shit, ich hab's nicht gespürt. Eh für mich, Leute. Das war's mit der Challenge. Ja, wir machen's halt. Die Kamera ist jetzt auf jeden Fall gleich leer. Also ihr seht jetzt noch den VIP-Contest. Da könnt ihr abstimmen. Wie gewünscht. Ah, ich glaube, es war nicht gewünscht, aber egal. Wie beim anderen Challenge-Video, was jetzt gerade genau jetzt oben verlinkt wird, gab es eine VIP-Challenge. Die machen wir jetzt auch. Los geht's. Yeah. Ihr dürft wieder entscheiden, wer besser war, genau. Richtig schlecht. Also Leute, bei eBIMS ein Step. Ihr könnt den ersten Versuch bewerten und den zweiten Versuch. Das war gerade der erste Versuch. Auf der einen Kamera hat man es, glaube ich, gut gesehen, auf der nicht. Deswegen zweiter Versuch. Wunderschön mit. Nice try. Das war's auch vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und bei Vorschlägen kommentieren, also kommentiert echt mal und nicht immer nur tun. Ja, ist so. Immer nur zuschauen und alle liken. Schön liken, gell? Also dann haut rein. Ciao.